Moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es wieder spannend hinzu, denn heute widmen wir uns dem großen Thema der Fliegerei. Ja, liebe Freunde, und das machen wir in keinem geringeren Spiel als im Microsoft Flug Simulator 2020. Ja, herzlich willkommen. Am heutigen Tag, also sind wohl, ich habe mal ein bisschen reingeschaut und so, ne? Würde ich sagen, machen wir mal ein paar Entdeckungsflüge, ja? Ach komm, wir wollen mal die Pyramiden sehen, ne? Gut, wir fliegen los. Das dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit, eventuell. Das ist schon cool, also wart ich schon mal bei den Pyramiden? Schreibt das gerne mal rein. Ich persönlich war noch nicht da. Habe ich aber vor. Also steht auf der Reiseliste auf jeden Fall drauf. Einmal nach Ägypten. Die Pyramiden. So. Da geht's los. So, hier sind wir. Wir gehen mal hier gerade kurz in die Innenansicht. So. Ja, für die Leute, die nicht so gut lesen können. Flight Simulator, da fliegt man halt. Wir sind jetzt hier in diesem Flugzeug. Ja, ist richtig, ist ein Flugzeug. Ja, genau. Und ja, wir fliegen jetzt hier, ja. Also ich spiele das Ganze übrigens mit Controller und Tastatur. Sowas wie ein Joystick oder halt so ein Flug-Cockpit-Dings habe ich nicht. Ja, wir können hier ein bisschen rumfliegen, können zum Beispiel ein bisschen runter. Ja. Und wir fliegen jetzt über die echte Map. Also das sieht so in Wirklichkeit auch so aus, ja. Das nutzt so eine neue Kartentechnik, dass du halt zu jedem Punkt der Welt fliegen kannst. Heißt, wenn ihr mal über euer Haus fliegen wollt, kein Problem. So, da sind die Pyramiden von Gizeh in der Mitte mit der Cheops-Pyramide. Ja, das ist schon beeindruckend hier. Fliegen wir mal ganz schmackofatz wo lang. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach außen. Ah, Leute, guckt euch das an. Es sieht einfach richtig cool aus. Also richtig mega. Da, guck mal hier, da ist die Sphinx. Guck mal hier. Warte. Ein bisschen rauszoomen hier. Ach, das kann man ein bisschen komisch hier. Da ist die Sphinx, hier wo die Nase fehlt. Und jetzt fliegen wir hier über Gizeh rüber. Wir sehen hier die Autos rumfahren und so. Ah, richtig cool. Ja, genau. Wir sind gerade 400 Meter über 400 Feet. Feet waren ja, glaube ich, halber Meter. Hm. Und wenn mich ich jetzt nicht entsinne und in Erdkunde aufgepasst habe, dann müsste das hier ist eine Straße. Eine Wasserstraße. Ist das der Nil? Weil der Nil ist größer. Kann es sein, dass du dumm bist? Da hinten ist der Kairo. Ach, das ist ja Kairo, stimmt. Genau, hier sehen wir mal eine Autobahn. Genau, wir fliegen jetzt zum Kairo International Airport. Ja. Könnte ich auch auf der Autobahn landen, aber sieht mir ein bisschen. Ja, also manchmal ist die Engine dann auch nicht ganz genau, aber es ist schon krass, wie also die Häuser, wie die hier schon recht genau nachgebaut sind. Das ist schon wirklich Hammer. Hammermäßig. Und vor allem, du kannst halt wirklich hier. Wir sollten jetzt nicht mit Flugobjekten kollidieren, aber. Ja, ist schon schön. Ich habe vorhin mal ein bisschen so Trainings gemacht, damit wir da einsteigen können und. Wenn auf jeden Fall noch einige, nicht, dass wir gegen das Haus fliegen, einige Folgen kommen vom Flugsimulator. Ich habe noch viele lustige Sachen vor. Ja, könnt ihr euch drauf freuen. Fliegen jetzt mal hier so ein bisschen. Ich glaube, wenn wir hier so lang fliegen, wenn dann käme erstmal Beschwerde, was ist denn hier so laut? Sag mal, geht das auch leiser hier? Obwohl, in Ägypten, ich glaube, da sind die nicht so spießig drauf. Also in Deutschland käme direkt Ordnungsamt. Entschuldigen Sie, was machen Sie da? Wieso fliegen Sie hier rum? Ja. Was ist das hier? Eine Lagerhalle? Mhm. Ja, man muss sich ja auch mal mit der Typografie einer Stadt beschäftigen. Ja? Hier, Müllheide ist auch wichtig. Oder ist das eine Baustelle? Hm. Guck mal, hier vorne ist doch der Nil. Ja? Das sieht mir schon mehr nach einem Nil aus. Nil ist der längste Fluss der Welt. Der fließt durch Ägypten durch. Ja. Dann haben wir das Ägyptische Museum. Auch nicht schlecht. Da hinten passiert. Sagen wir machen einmal kurz eine Wassertour zum Nil. Ja,
Ja, hier. Oh. Die hoch, vorsichtig. Ja. Mal kurz hier kleinen Schwenker nach unten. Alter, es sieht auch einfach. Ey, das sieht richtig cool aus hier. So kann man richtig coole Aufnahmen machen. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Oh, war ein bisschen gefährlich. Wo ist denn jetzt der Airport hin eigentlich? Ist der da hinten noch? Gucken. Da ist Kairo. Da ist Kairo International. Gut, wir versuchen da mal zu landen, ne? Ja, wir machen jetzt mal einen auf, dass ich der Profi-Piloten. Ja, also links auf der Anzeige, da sehen wir Airspeed, zu Deutsch Luftgeschwindigkeit, ja. Wir sehen dort einmal einen Tachometer, welcher die Geschwindigkeit in Knoten angibt, ja. Wir fliegen aktuell so um die 95 Knoten, ja. Und in der Mitte haben wir, glaube ich, kmh ist das in der Mitte, oder? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann haben wir daneben einmal Engine, auf Deutsch Motor. Das gibt an, mit welcher RPM, also Umdrehungen per Minute. Guck mal, ist eine Moschee. Alter, cool. So, wir können es auch mal ein bisschen steigen hier. Ja, jetzt sehen wir nämlich, dass unser AOA ansteigt, weil wir nämlich jetzt absteigen. Und jetzt hatten wir einen Strömungsabriss, weil wir es wieder nicht hingekriegt haben, wisst ihr? Müssen wir erstmal wieder ein bisschen Speed gewinnen, dass wir hier wieder fliegen können. Guck mal, ich hab die RPM runtergedreht. Ich bin ja blöd, deshalb sinken wir ja auch. Ach Junge, wie kann man so blöd sein? Deshalb sind wir nicht so schnell, wenn ich die RPM, also die Geschwindigkeit vom Rotorblätter runterdrehe. Oh, Leute, wirklich. Und wir sehen schon die Startbahn da hinten. Ich würde sagen, dafür gehen wir mal besser in den Ego-Modus. Finde ich, kann man irgendwie cooler. Ja, Kamera, Cockpit. So, jetzt sind wir nämlich hier im Cockpit. Oh, wir müssen ja rüber. Scusi, wir müssen ja mal hier rüber, bitte. War richtig schön auf die Landebahn. Jetzt stellen wir mal die Landeklappen aus. Auf 10%. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Schwung. Dann machen wir den Motor aus. Und dann landen wir, würde ich sagen, ja. So, wir haben gerade einen Steigwinkel von. Ich weiß es nicht. So. Ja, wer ist Co-Pilot? Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir nicht abstürzen, ne? Und dann kommst du hier mit. Ich könnte den Flug auch abbrechen. Also jetzt vorsichtig hier landen. So. Ganz vorsichtig landen. So. So. Und Nase hochziehen und. Jawohl, meine Damen und Herren. Und bremsen. Ja, astrein. Ja, ich würde sagen, wir sind erfolgreich. Junge, dieses Flugzeug ist extrem klein für die Startbahn. Erfolgreich in Cairo International Airport gelandet. Ja, wunderbar. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's mit unserem ersten Flug hier. Hallo? Ja, das war's mit unserem ersten Flug. Ich hoffe, Sie begehren uns bald wieder und hatten einen schönen Aufenthalt mit Squawky Airlines. Ja, Leute, bis zum. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir ein bisschen Flight Simulator spielen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.